Mitten in Europa droht ein Krieg, hat Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, gestern im ZDF gesagt. Dann sprechen wir doch drüber, über Krieg und die Option mit Henning Otte, CDU, Wahlkreis Celle-Uelzen in Niedersachsen und stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Hallo, Herr Otte. Guten Morgen, Herr Bauer. Herr Otte, Lars Klingbeil hat gestern auch gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ich würde gern Sie um verschiedene kurze Antworten bitten. Gehören für Sie zu diesen Optionen auch Waffenlieferungen an die Ukraine? Ja, wenn dies notwendig erscheint innerhalb der NATO und der Europäischen Union. Denn wir müssen deutlich machen, wir stehen geschlossen zu unseren Werten und wir stehen auch geschlossen an der Seite der Ukraine. Es geht darum, einen militärischen Konflikt zu verhindern. Da haben Sie also ganz klar eine andere Position als die Bundesregierung noch. Ja, da habe ich eine andere Auffassung. Die Bundesregierung zaudert und ist zögerlich. Die SPD hat einen Konflikt zwischen Fraktion und Partei und Regierung. Olaf Scholz müsste hier das Zepter in die Hand nehmen und nicht die Partei, denn wir haben eine neue Bundesregierung und die ist verpflichtet zu handeln und zwar zusammen innerhalb Europas, in der NATO mit unseren Verbündeten. Wenn Sie für Waffenlieferungen auch von Deutschland sind, dann müssten Sie ja auch dafür sein, dass Deutschland zustimmt, dass Estland Haubitzen aus Alt-DDR-Beständen an die Ukraine liefert, die bisher die Bundesregierung nicht zulässt. Also ich will erst einmal klarstellen, dass es darum geht, einen militärischen Konflikt zu verhindern. Und da hat die NATO die Strategie Abschreckung und Dialog. Wir müssen den Dialog führen auf allen Ebenen, diplomatischer Art, im Normandie-Verfahren, bilateral. Alles muss genutzt werden, um den Gesprächskanal offen zu halten. Und dennoch muss ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit dastehen. Und hier gilt es auch, dass Deutschland keine Sonderrolle einnimmt, sondern deutlich macht, wir stehen zu unseren Verpflichtungen, zu unseren Verbündeten. Und dazu zählt auch, dass wir hier Estland hier eine Genehmigung erteilen sollten. Das ist eindeutig. Kommen wir zum nächsten Punkt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat gestern in der britischen BBC gesagt, Kampftruppen wolle man nicht in die Ukraine schicken, auch nicht, wenn Russland einmarschiere. Damit ist aber doch eine der wichtigen Optionen vom Tisch. Kommen Soldaten für Sie auch nicht in Frage? Es geht darum, dass wir die Souveränität der Ukraine anerkennen. Und die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Und darum geht es, die Regierung der Ukraine, die Menschen in der Ukraine moralisch und auch mit Ausrüstung zu stärken, sofern wie es notwendig ist. Hier gilt es auch, dass Deutschland keinen Alleingang macht, sondern dass man das innerhalb der NATO und auch der Europäischen Union miteinander bespricht. Und es geht nicht darum, Kampftruppen zu entsenden, sondern gegebenenfalls Ausrüstung. 5000 Helme sind ein Zeichen, aber meines Erachtens auch hier zögerlich. Und wenn die neue Verteidigungsministerin sagt, sie würde ein Feldlazarett entsenden, ja, das ist ja schon fast Sarkasmus, denn es geht gerade darum, keinen militärischen Konflikt in Gang setzen zu lassen. Herr Otte, wenn ich Sie also richtig verstehe, dann kommen für Sie Soldaten in keiner Form, ob deutsche oder internationale, in Frage. Wir müssen den Sicherheitsdeich an der osteuropäischen NATO-Grenze stärken durch eine vorne Präsenz, wie wir dies in den baltischen Staaten durchführen mit England und Kanada zusammen mit den USA in Polen. Und ich begrüße auch, dass Frankreich bereit ist, in Rumänien Truppen zu entsenden, immer unter der Maßgabe des NATO-Russland, der NATO-Russland. Aber ich fragte ja nach Soldaten in der Ostukraine. Da versuche ich es vielleicht noch mal anders. Heute Nachmittag deutscher Zeit kommt der UN-Sicherheitsrat ja noch mal zu einer Sitzung zusammen, beschäftigt sich mit der Ukraine. Können Sie sich denn vorstellen, dass beispielsweise Soldaten in der Ostukraine stationiert würden unter einem UN-Mandat, auch wenn das noch nicht in der großen Diskussion ist? Na, da würde ja Russland sofort ein Vetorecht geltend machen. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt eskalieren, sondern wir müssen deeskalieren. Aber Russland muss wissen, dass diese Zangenoperation an der russischen Grenze wie auch in Weißrussland eine hohe Bedrohung ist für die Ukraine. Und Russland muss wissen, dass es keine Grenzen mehr überschreiten darf. 2014, die Krim war eine völkerrechtswidrige Annexion. Hier haben wir mit Sanktionen gedroht. Und der Sanktionsapparat muss dann viel stärker sein und alles muss auf den Tisch. Aber es geht darum,
gerade keinen militärischen Konflikt entsteht. Habe ich verstanden. Kommen wir zu den Wirtschaftsinteressen. Die Europäische Union bezieht fast die Hälfte seines Erdöls aus Russland. Deutschland 55% seines Gases. Thema Wirtschaftsinteressen und Thema der neuen Pipeline Nord Stream 2. Steht für Sie auch Nord Stream 2 auf dem Spiel oder sagen Sie nein, das brauchen wir auf jeden Fall? Sollte es zu einer militärischen Invasion kommen, Russlands in der Ukraine, dann steht alles auf dem Spiel, Herr Bauer. Und dann steht auch Nord Stream 2 auf dem Spiel. Wir mussten ohnehin uns national anders aufstellen, denn die Abhängigkeit einseitig vom Erdgas Russlands ist zu hoch. Wir müssen auf LNG umstellen, ein eigenes Terminal entwickeln an der Nordsee. Aber es geht darum, deutlich zu machen, auch Russland ist abhängig von unseren Geldern, wenn wir dann Energie beziehen. LNG nur zur Erklärung, Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Vielleicht zum Ende noch, hat am Wochenende Gerhard Schröder, der Altkanzler, auf sich aufmerksam gemacht. Hat der, Achtung, Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen. Ist das der typische Russlandfreund Schröder oder ist das sogar ein guter Hinweis in dieser Diskussion, eben auch die russische Seite besser zu verstehen? Das ist eine Verkennung der Realität. Hier hat die SPD ein großes Problem mit dem Altkanzler. Das sollten Sie auch heute deutlich machen. Es geht darum, dem Präsidenten Putin zu sagen, Völkerrecht muss anerkannt werden. Die Souveränität von Ländern muss anerkannt werden. Und es geht gerade darum, zu befrieden, um keinen weiteren Konflikt entstehen zu lassen. Und hier ist Gerhard Schröder aufgefordert, die richtige Seite wieder zu suchen. Schließlich ist er Altkanzler oder er sollte das ablegen. Henning Otte, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Vielen Dank Ihnen hier im Phoenix-Tagesgespräch. Vor allem auch mal mit etwas kürzeren Politikerantworten. Freut uns sehr. Danke Ihnen.